Hi, herzlich willkommen, Dominik Guja hier. Freut mich, dass du am Start bist. Das Thema Lampenfieber beschäftigt mich seit langem und hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Dazu habe ich auch den Buchtipp schon abgegeben, nämlich zu dem Buch Freisprechen von Michael Rossier, was mir echt dort ein ganzes Stück weitergeholfen hat. Ich habe noch einen anderen Buchtipp für euch, wenn es insbesondere wirklich nur um das Thema Lampenfieber bei euch geht. Weil in dem anderen Buch ging es ja wirklich darum, zum einen frei zu sprechen und natürlich über die Sicherheit dieser Methoden, damit auch dein Lampenfieber nach unten zu bekommen. Ich habe jetzt noch einen Buchtipp, wenn du sagst, hey, mich interessiert einfach nur ausschließlich das Thema Lampenfieber. Ich selbst habe eine ganze Zeit Seminare drüber gegeben, Workshops drüber gegeben, über dieses Thema, weil ich mir gedacht habe, ich mache aus der Not die Tugend und gebe darüber Workshops, wie ich es selbst in den Griff bekommen habe. Das ist ein paar Jahre zurück und aus der Zeit stammt auch noch hier dieses Buch. Das nennt sich Klopfen gegen Lampenfieber. Untertitel: Sicher vortragen, auftreten, präsentieren. Geht um energetische Psychologie in dem Fall, praktisch angewendet und sind sehr, sehr viele praktische Tipps drin. Das ganze Buch sieht so aus, ist auch relativ kompakt gehalten. Also das Ganze sind inklusive hier Quellenverzeichnis, allem drum dran, 126 Seiten. Und finde ich total gut, wenn du wirklich einen kompakten Überblick und eine kompakte Hilfestellung bekommen willst. Da sind auch wirklich kleine Zeichnungen immer drin, kleine Tipps, kleine Übungen, auch ein bisschen so die Hintergründe dargestellt in Grafiken, wie das Ganze so funktioniert, wie das auch letzten Endes natürlich funktioniert, von dem Adrenalinspiegel her im Hintergrund und so weiter. Das heißt, ist in einem Buch alle Aspekte wirklich gut und kompakt zusammengefasst, wenn du Interesse hast, dort dich rein mit dem Thema Lampenfieber und wie du natürlich letzten Endes Lampenfieber frei werden kannst, zumindest was das negative Lampenfieber anbetrifft, weil das positive Lampenfieber, das heißt diese positive Aufgeregtheit, auch vielleicht die kleine Vorfreude auf einen Auftritt, das ist natürlich was, was beibehalten werden soll, weil es unsere Aufmerksamkeitsschwelle erhöht, weil es auch natürlich letztlich unsere Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit erhöht. Deswegen das positive Lampenfieber, das soll natürlich behalten werden, aber das negative, darum geht es hier in dem Buch, wie du das in den Griff bekommst. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch da lassen. Falls du den Channel hier noch nicht abonniert hast, dann sehr, sehr gerne hier auch abonnieren. Und das Buch, die Beschreibung zu, findest du nochmal unten in der Videobeschreibung direkt den Link dazu. Ich wünsche dir viel Erfolg hier beim Lampenfieber in den Griff bekommen und nur noch positives Lampenfieber zu haben. Alles Gute dir, bis bald wieder, dein Dominik. Ciao, ciao.